Wie es immer anfängt zu jucken, sobald ich diesen Knopf drücke. Konnichiwa, Twitches. Jetzt habe ich mir gar nicht überlegt, was machen. Jemand einen Tipp? Was kann ich mit dem Flyer tun? Hat der Hangman Deathproof die Schlaufenheizung wirklich serienmäßig? Erst seit der 400er Reihe. Aber ab dem 260er Modell können Sie die Schlaufenheizung für einen geringen Aufpreis nachrüsten. So erhalten Sie beides. Das klassische Design und den Komfort eines mollig warmen Halsgefühls. Interessant. Ja. Kann ich vielleicht... Aber natürlich. Wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. Metalware, nein, das habe ich nie behauptet. So, und was mache ich jetzt damit? Kann ich das irgendwo auf den Horizont werfen? Ging das nicht dahin? Hier so? So Richtung obere Aufstiegsstadt? Aus dem Flyer könnte ich einen prima Papierflieger bauen. Andererseits könnten die Informationen darauf irgendjemandem das Leben erleichtern. Vielleicht finde ich ja einen Weg, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Wie bei meinem selbstgebauten Massagesessel. Die Schleudersitzfunktion lasse ich diesmal aber lieber weg. Was? Trollen, wir machen... Das mal wie Gronk und seine Mods, dass du immer von uns versorgt wirst mit Lieferantenessen. Machen die das? Was brauche ich denn da? Ein Kaugummi? Ich muss ja... Also ich glaube, ich muss die Antenne da wieder dran machen und dann irgendwie das Ding da hochschießen. Weil wir brauchen ja das Irk da oben. Kann das mal aufhören, immer weg zu... Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck. Ohne Zweifel. Oh no's. Hey, da bewegt sich doch was. Ist das nicht? Na klar, das ist doch Baby Bozo. In höchster Gefahr. Oh nein. Ich muss Barry davon erzählen. Jetzt sofort? Barry, hast du gesehen? Muss ich nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Bingeling. Nicht animierte Glocke. Hey, Barry. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir's nochmal. Weniger einstellen, dass weniger Dampf rauskommt. Ich will aber nicht weniger Dampf, ich will mehr. Ich höre mir erstmal Poki an. Ich weiß ja nicht, ob wir hier, ne? Ja, und damit auch nicht ein einziges Register der großen Slapstick-Orgel ungezogen bleibt, habe ich an dieser Stelle halt eine kleine Szene eingebaut, die eine Referenz an jede Slapstick-Komödie, die halt jemals ihre Helden auf ein Baugerüst geführt hat, darstellt. Insbesondere gab es einen ganz furchtbaren, oh, ich bin mir nicht sicher, war es ein Mel Brooks-Film, war es ein Abraham Sucker-Film von irgendwelchen solchen Komödianten, die halt normalerweise wissen, was sie machen. Nee, es ist sogar von den Kevin-Allein-zu-Haus-Machern gewesen. Wie heißen die denn noch? Oder wie heißt der denn noch? Ich weiß es gar nicht. Wer hat denn die gemacht? Auf jeden Fall hieß der Film Baby's Day Off im Original. Ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen hieß. Aber dort krabbelt das titelgebende Baby halt mitunter auch auf einer Baustelle umher und klettert über Stahlträger und so weiter. Ich dachte, Rufus in so eine Situation mit reinzunehmen, kann einfach nur eine gute Idee sein. Und ja, deswegen habe ich die Szene reingenommen. Insgesamt fällt sie ja so ein bisschen raus, aber wenn Rufus schon eine Heldentat tut, dann ist es doch ein Baby auf einem Baugerüst einzufangen. Ich konnte mir einfach nichts anderes vorstellen an der Stelle. So, yay. Vicky, gute Nacht, schlaf gut. Und Enterprise, mehr Dampf, weil größere Wolken, weil... Geil. Ich mag das halt.
große Wolken zu pusten, ist befriedigend. Irgendwie auf den Träger klettern. Ob das so gut ist? Das wird einfach. Kinder lieben mich. Okay. Jetzt läuft er einmal drum. Stopp! Kann ich... Irgendwie bezweifle ich, dass er sich damit ködern lässt. Also brauchen wir ein... Hier hängen die Bauarbeiter wahrscheinlich ihre Hüte auf. Bestimmt. Hä? Die Idee kann ich getrost abhaken. Hä? Bei den Bosos zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Vielleicht sollte ich eine Falle bauen, aber hiermit könnte ich mir nicht mal eine Grippe einfangen. Ja, was machen wir denn jetzt? Vielleicht sollte ich einfach... Es ist zu früh. Boah. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht weiter, oder? Pass ja gut auf! Ich gebe mir Mühe. Wenn ich doch nur schwindelfrei wäre. Oh Mann, Barry. Du bist echt so eine Nulpe. Ach komm, das hilft doch alles nichts. Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. Wart's ab. Ich wollte erst mal die Lage checken. Toll, dann komme ich da ja auch wieder nicht weiter. Ihr helft mir ja auch nicht. Ich kann doch nicht mehr denken. Und irgendwie müssen wir auch noch Goon hier hochkriegen, damit er da arbeitet. Gib mir mal einen Tipp, ich warte jetzt. Das ist voll creepy, was ihr da macht, Mann. Wen haben wir denn noch? Okay, wir brauchen Bozo, um da für uns zu bürgen. Nee, war der beim... Ansonsten fällt mir halt niemand ein. Moment mal. Oh, Alter, mit Cola-Liquid. Cola-Liquid ist das Ekligste, was ich bisher gedampft habe. Hallo, ihr zwei Grazien. Du schon wieder? Was willst du? Könnt ihr nicht mal kurz Pause machen, um mich am Tor zu identifizieren? Erst wenn wir ein passendes Motiv für unser Squad-Emblem gefunden haben. Unsere Squad-Leaderin sagt, das ist wichtig für den Teamgeist. Schon wieder Geistergeschichten. Och, nö. Teamgeist, Rufus. Weißt du etwa nicht was? Ach, vergiss es einfach. Dann will ich mal nicht tun. Na gut. Ja, kann ich denen das nicht geben als Natur? Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Hier. Hey, das ist gar nicht schlecht. Das sieht irgendwie heftig aus. Hihi, das kann man wohl sagen. Ein heftiger Schmetterling, ihr Weichkuchen. Was auch immer es ist. Du hast das passende Motiv für unser Squad-Emblem gefunden. Es kann also losgehen. Sicher, dass du zusehen willst? So eine Tätowierung ist nichts für sanfte Gemüter. Sanfte Gemüter? Ich glaub ja wohl, es hackt. Wie du willst. Sanfte Gemüter. Ich glaub's ja nicht. Ich habe mir schon mit heißen Nadeln in Körperteile gestochen von denen. Schau an. Es war so langweilig, dass ich glatt eingeschlafen bin. Mhm. Ach. Trollen, hast du Bratensoße und Buttermilch? Was stimmt denn nicht mit dir? Trollen, du kannst dich auch nicht entscheiden. Wenn wir helfen, spoilern wir. Wenn wir nicht helfen, sind wir doof. Was denn jetzt?
Naja, wenn ich nicht frage und ihr die ganze Zeit, ne, und dann kommt irgendwelches Backseat-Gaming, dann ist das blöd. Aber wenn ich dann frage, mehrmals, und dann kommt nichts, ist das halt auch blöd. Verstehst du? Tattoo hin oder her. Sie ist viel zu weich für den Krieg. Reden wir mit Lotti. Hey, Lotti, kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Ja, aber so... Ich sagte... Nein! Ja. Wer hat nur diesen Schlafen kannst du, wenn du tot bist, Quatsch verbreitet? Mhm. Also ich fand den Tod jetzt nicht besonders erholsam. Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar. Ich meine, klar. Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitungen. Dann eben nicht. Du brauchst einen Strick, Bratensoße und Muttermilch. Aha. Okay. Hey, kein Zutritt für Zivilisten. Ich bin kein Zivilist. Ich gehöre zum Widerstand. Weswegen du mich nebenbei gesagt auch zum Tor begleiten wolltest. Tja, Pech gehabt. Ich habe neue Befehle. Ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Nun, ich habe hier eine Nachricht von vorderster Front. Ich muss ins Rebellenlager, und zwar pronto. Dann sprich mit dem Major. Sie legt hier die Prioritäten fest. Ach, worauf du ein... Moment mal. Das ist doch kein Major. Das ist nur Toni. Du kennst Major T? Das ist meine Ex-Freundin. Ich sehe, sie hat sich nicht nur beruflich verbessert. Ich will eigentlich erstmal mit ihr reden. Was haben wir hier? Haben wir irgendwas außer den beiden? Die Spinntür. Ja, gleich. Die lassen neuerdings auch jeden zum Widerstand. Was ist denn aus dem guten alten Rufus-Test geworden? Ob denen wohl die Pommes ausgegangen sind? Will ich wissen? Ich glaube. Kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Aber... Wenn du dich beschweren willst, sprich mit dem Major. Ich bin beschäftigt. Kannst du jetzt zum Tor kommen? Nein. Entschuldigung. Was ist... Oh Gott. Im Motiv nach muss das hier Lottis Brotdose sein. Sie war schon immer ein Cowboy-Dodo-Fan. Aber sie darf nicht mehr zu den Konzerten, seit sie einmal ihren BH auf die Bühne geworfen hat. Der arme Schlagzeuger. Möge er in Frieden ruhen. Okay. Wahrscheinlich kümmert die auch nicht öffnen. Überraschung. Rufus, schön dich zu sehen. Ja, ja. Und deine Mutter riecht nach... Warte mal. Was ist es, mich zu sehen? Schön? Ja. Ich hatte schon Angst, dir sei etwas zugestoßen. Irgendwas ist anders. Hast du eine neue Frisur? Fast. Einen neuen Therapeuten. Oh. Hey, Kenny. Und hey, blaue Ente. Ah, moin und so. Langsam ist echt Schicht im Schacht hier. Irgendwas ist anders mit ihr. Aber ja, es fehlt der Schaum vorm Mund. Weil wenn du wirklich Tipps willst, dann sag es. Ja, vorhin wollte ich und jetzt kam ich selber auf was. Also gerade eben geht's. Jetzt ist erstmal cool. Toni. So. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Ach, du liebe Güte. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals, bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fis getroffen hätte. Ach, Rufus, entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Einen Plan? Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser daraus. Wir haben hier alles im Griff.
Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine, wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schlucke. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so... organisiert. Langweilig. Pupsig. Dröge. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Ein mechanischer Bart rauscht. Yum, yum, yum. Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten. Ja. Und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Und du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Wie kannst du nur so ruhig da sitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich... naja. Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Hey, Nils. Na? Ausgeschlafen. Ich bin ein bisschen müde. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Ach, du liebe Güte. Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die, das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Offenbarung. Kifft die Toni da gerade oder was ist das in ihrem Mund? Eine Zigarette. Was in dieser Zigarette ist, weiß man nicht. Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Ja, aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappenbob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dre. Immer wieder für eine Überraschung gut. Hey, Steve. Nee. Meinst du, ich soll mal schreiben? Meinst du, das langt schon? Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch. Erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus, du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen.
Oh. Na, also wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder ähnlichem. Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Hm. Ach, ich geb's auf. Wirklich? Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Ich glaube immer noch, dass die alte Toni irgendwo da drin ist. Und ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Gib dir keine Mühe. Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber... ich komme wieder. Keine Eile. Kann ich hier denn irgendwo... ach, guck mal. Wo haben die denn in der kurzen Zeit nur das ganze Zeug aufgetrieben? Die haben sogar das neue... 67-5er... Nein, warte. Das ist nicht die Modellbezeichnung. Das ist ein Etikett mit der Funkfrequenz, die sie hier benutzen. Aha. Ach, Rufus. Was tust du denn da? Ich... bringe dich zur Weißglut. Mach ich doch, ne? Indem du am Funkgerät rumspielst. Aber nicht doch. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Nee, müde bin ich nicht. Ich hab gut geschlafen. Ja. Ist ja nicht so, dass ich nicht gut schlafen würde, ne? Es ist halt nur, dass ich zu Zeiten schlafe, wo man eigentlich so Dinge macht wie Einkaufen, Haushalt... Termine. Ist halt irgendwie nicht so cool. Ja, Steve, was schreibe ich denn da? Was schreibt man denn da rein? So, hi, ich will Partner werden oder was? Habe ich jetzt schon versucht, das Ding zu benutzen? Bedien dich ruhig. Ach so. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Mann, Rufus. Rufus. Kann ich denn da irgendwas mit benutzen? Antenne mit Funk? Bedien dich ruhig. Wenn man da... okay. Okay. Das hilft mir alles nicht weiter hier. Das ist doch scheiße. Überhaupt nichts. Minu. Guten Morgen, Mola. So, jetzt bin ich wieder verwirrt. Jetzt habe ich wieder keinen Plan. Das ist doch Kegel. Kegel ist das. Ich glaube, jetzt ein Tipp wäre ganz gut. Was mache ich denn mit dem Liegestuhl? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste den Liegestuhl gegen dieses Wärmedings tauschen. Allerdings das... Simple Jack. Vielen Dank fürs Trollen und willkommen in der Schublade. Das war übrigens gerade diese wunderschöne Dame, die einen Schmetterling gegessen hat mit ihrer Froschzunge. Ja, ist ja gut jetzt. Ich probiere das einfach mal. Wobei, warte mal, ich bin ja da noch gar nicht mal wieder zurückgegangen, ne? Sollte ich vielleicht mal probieren. Stimmt, ja genau, hier war was mit Pilzen. Heh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 
finde sie lustig. Was ist hiermit? Was sind denn das für Akku? Ja, ja. Akkupilze. Aua! Aua! Bringt irgendwie alles nichts, wa? Aua! Stimmt, Mensch, der Bambina. Den Brief geben. Mann. Ich hab's mir vorhin noch gedacht und vor lauter Müdigkeit voll vergessen. Brief. Plopp. Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nichts Geringeres als das. Doch nicht etwa von Bozo. Würde ich dich bei einem so ernsten Thema anlügen? Oder würde ich die Schlussfolgerung deiner Fantasie überlassen, in der Hoffnung, dass es mich zufällig weiterbringt? Jetzt quatsch nicht so poliert. Her mit dem Brief. Mein liebstes Rehlein. Sicher, dass der Brief für mich ist? Bambi, Rehlein, ergibt doch Sinn. Manche Leute werden nun mal zu Poeten, wenn sie tödlich verwundet sind. Was? Oh, sorry, ich wollte nichts vorwegnehmen. Warte mal. Liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst jetzt bei mir, bla bla bla. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten. Oh nein. Ozo, geht es ihm gut? Tja. Lebt er noch? Sag schon! Oder muss ich dir die Infos in Form von Hirngewebe einzeln aus der Nase ziehen? Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ja? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ich bin doch nur der Briefträger. Ozo ist bei seiner Familie. Am besten, du machst dich sofort auf den Weg. Warte. Hier steht noch was. Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ach, das Kleingedruckte ist nicht so wichtig. Na los, du verlierst wertvolle Zeit. Stimmt, ich muss zu ihm. Halte durch, Bozo, ich komme. Das war einfach. Und ich musste nicht mal lügen. Jetzt neu, der verbesserte Rufus. Vergessen Sie den herkömmlichen Rufus. Max goes mad, guten Morgen. Jemand in die Kneipe in der Kanalisation. Ja, wie denn? Da steht doch der Ire davor. So, und jetzt nicht aus dem Bild klicken. Alles ist gut. Den ganzen weiten Weg zurück zu den Bozos. Ja gut, so weit ist es dann auch wieder nicht. Ah, das ist ja süß. Die sind ja vollkommen weggetreten. Und hier ist ein Foto von Bozos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar. Huhu, Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Die sind ja vollkommen weggetreten. Ach süß, und der Opa kommt ohne Coole Mütze. Ah, oh. Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Okay. Was ist das nur für ein seltsames Ding? Muttermilch. Hallo, ich bin Amtmann Argus. Erzittert vor der tödlichen Pünktlichkeit des Organon. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Was? Was? Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Hey, Fuji. Hey, was soll denn das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Er weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. So.
Was war das mit der Muttermilch und der Bratensoße? Da ist ein Rezept im Panzer. In welchem Panzer? In welchem Panzer denn? Meinst du das Ding vom Widerstand? Das Ding? Wo ist hier ein Rezept? Ich versteh's nicht. Also hier drin ist nix. Das macht doch alles keinen Sinn. Ah, jetzt habe ich wieder aus dem Spiel geklickt. Verdammt mich. Zum Grünfuß. Ich habe kein Rezept, hört nicht auf die. Ja, Panzer. Ja, aber das macht ja immer noch alles keinen Sinn. Aber der Timer sagt auch, dass der Part für YouTube vorbei ist. Ich danke YouTube recht herzlich fürs Zuschauen. Ich bin einfach viel zu müde jetzt mittlerweile. Ach, nicht gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.